Morgen Nachmittag zeigt die deutsche Parkour-Nationalmannschaft in der Hamburger Mönckebergstraße, zu welch akrobatischen Leistungen junge Menschen fähig sind. Beim Parkouring gilt es, Hindernisse durch kreative, akrobatische Bewegungen zu überwinden. Nach den Shows haben Interessierte die Möglichkeit, in einem kostenlosen Workshop mit den Profis zu trainieren. Vom 3. bis 5. Oktober wird dann die Parkouring-Weltmeisterschaft in Hamburgs Hafen City stattfinden.